Die großen drei. Zitat: Alles, was du brauchst, ist Folgendes: sicheres Urteilsvermögen im gegenwärtigen Augenblick, Einsatz für das Gemeinwohl im gegenwärtigen Augenblick und ein Gefühl von Dankbarkeit im gegenwärtigen Augenblick für alles, was dir begegnet. Marc Aurel in der Selbstbetrachtung. Wahrnehmung, Handeln, Wille. Dies sind die drei ineinandergreifenden und ausschlaggebenden Disziplinen des Stoizismus. Die Philosophie geht mit Sicherheit noch viel weiter. Wir könnten den ganzen Tag damit verbringen, über die einzigartigen Ansichten verschiedener Stoiker zu reden. So dachte Heraklit. Zeno stammt aus Kition, einer Stadt auf Zypern, und er glaubte: Aber würden dir solche Fakten Tag für Tag helfen? Welche Erkenntnis würden solche Nebensächlichkeiten bringen? Die folgende kleine Gedächtnishilfe, die dich an jedem Tag bei jeder Entscheidung begleiten soll, fasst die drei essentiellen Aspekte der stoischen Philosophie zusammen. Steuere deine Wahrnehmung, führe deine Handlungen angemessen aus, akzeptiere bereitwillig, was außerhalb deiner Macht steht. Das ist alles, was wir tun müssen.